Weiter geht's in Finnland. Dort rast ein BMW i3 voll elektrisch durchs Unterholz, und zwar im Rallye-Style. Geht das wirklich? Am Steuer ein älterer Herr mit bewegter Motorsportvergangenheit. Was ist denn hier los? 48 Stunden zuvor, 2000 Kilometer entfernt. Grip-Testfahrer Matthias Malmedy freut sich auf eine kleine Auszeit, doch daraus wird nichts. Nachricht? Was? Rauno Altonen schickt mir eine Nachricht. Dann gucken wir mal rein, oder? Hallo Matthias, hier ist Rauno. Ich möchte dich nach Finnland einladen, weil hier haben wir was Besonderes. Die haben hier ein i3, ein Elektroauto, und ich möchte dir zeigen, wie man damit richtig schön driftet, Spaß hat. Komm doch nach Finnland. Mit einem BMW i3 driften? Auf nach Finnland. Vor Matthias liegt ein 14-stündiger Trip in den Süden Finnlands. Dort erwartet ihn angeblich eine rallymäßige Driftorgie. Mit einem Fahrzeug, das ganz und gar nicht nach Rennhobel klingt. So Leute, gelandet. Jetzt geht's ab zum Rauno. Und Rauno ist kein geringerer als Rallye-Legende Rauno Altonen. Der feierte in den 60ern seine größten Erfolge. Europameister und Sieger der legendären Rallye Monte Carlo sind nur zwei seiner zahlreichen Titel. Und auch mit knapp 80 Jahren fordert er lieber die schnelle Jugend heraus, als sich im Schaukelstuhl zu langweilen. Matthias ist gespannt. Willkommen in Finnland. Ja, vielen Dank. Es war eine sehr lange Reise. Aber ich glaube, diese Reise ist wert. Das hoffe ich für dich. Das ist was Besonderes. Das ist ein Hightech-Carbon-Renner, ich weiß, aber der ist definitiv nicht zum Driften gemacht. Das kannst du mir nicht erzählen. Matthias ist zu Recht skeptisch, denn der i3 verfügt über DSC. Dieses Stabilitätsprogramm soll exakt jene Fahrmanöver verhindern. Auf Knopfdruck greift es später ein. Komplett abschalten lässt es sich im Serienzustand aber nicht. Reicht das zum Driften? So, der Elektromotor hat jetzt 170 PS. Ne? Das ist ordentliche Leistung. 250 Newtonmeter hat er. Das ist viel Kraft und es fühlt sich schön an. Aber auf dem Asphalt, bei Trockenheit, geht da nichts mit Driften. Nein, weil die Traktion so gut ist. Es geht ja mit heutigen Reifen nicht mehr. Aber ich habe was ganz Besonderes für dich ausgesucht. Was denn? Eine wunderbare Schotter-Naturstraße. Da kann man Spaß haben, driften, richtig aktiv fahren. Der BMW i3 ist als umweltfreundlicher Cityflitzer konzipiert. Er ist definitiv kein Rallye-Auto zur Quertreiberei. Du merkst, er will. Du merkst den Heckantrieb. Aber er geht nicht quer. Die Elektronik greift ein. Rauno, yes. Du hast mich nach Finnland geholt und gesagt, hey, wir können super driften, wir werden Spaß haben, qualme die. Weißt du, das ist sogenannte beschränkte Spaß. Ja, toll. Ich will aber richtigen Spaß. Ja. Du hast mir auch richtigen versprochen. Ich habe versprochen, ja. Und dieser richtige Spaß kommt ein bisschen später. Aber ziemlich bald. Mann, Rauno, sag uns endlich, was du mit dem i3 vorhast. Wie verwandelt man den Elektroflitzer in eine waschechte Driftmaschine? Dass sich der Innenraum dank fehlender B-Säule besonders großzügig präsentiert, interessiert heute nicht. Um zu driften, muss das Stabilitätsprogramm mittels Spezialsoftware deaktiviert werden. Diesen Job übernimmt BMW-Ingenieur Thorsten. Zur Nachahmung ist diese Aktion ausdrücklich nicht zu empfehlen, denn dadurch erlischt die Herstellergarantie. Wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke, dann dauert es kurz und dann solltest du jetzt, wenn wir das Fahrzeug neu starten... Halt mal das Laptop ruhig, ich muss das mir genau angucken, ich muss mir das alles merken, was du da machst. Aber das ist doch alles kryptisch. Ja, ich merke mir das trotzdem alles. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt ist das schon, oder? Ja, jetzt schauen wir mal. Wenn wir das Fahrzeug jetzt anmachen, probier's mal. DSC off. Thorsten, du bist mein Mann. Probier's mal aus. Ja, das machen wir. Ist das okay, wenn ich das dann später bei Facebook poste, wie es geht? Der i3 ist für die sparsame Cityfahrt von A nach B gedacht. Deftige Driftorgien hatten die Entwickler nicht im Sinn. Tja, Grip schon. Du machst es aber recht gut. Alter, der geht ja nur quer, der fährt ja quasi gar nicht mehr geradeaus. Ja. Richtig gut, ja super. Alter, ist das genial. Boah. Der elektrische City-Zwerg hat sich tatsächlich in ein Driftmonster verwandelt. Der Grip-Testfahrer scheint unterwegs irgendwo die Worte verloren zu haben. Das ist
ist ja wie, das ist ja Rallye. Rallye mit dem Elektroauto. So ist das. Ja, und man hört nur die Kieselsteine rattern. Das ist ja mega genial. Und plötzlich bekommt Matthias Heißhunger auf was Süßes, einen Donut. Matthias ist buchstäblich elektrisiert. Und Rauno legt nach. It's race time. Wahnsinn, es macht so einen Spaß, Rauno. Das ist wunderbar. Das ist der größte Quertreiber, den ich jemals gesehen habe. Aber jetzt, Rallysport ist Wettkampf. Es geht um Zeit. Ja. Jetzt musst du zeigen, was du kannst. Du forderst mich jetzt zum Rennen raus, oder was? Ja. So machen wir das. Einverstanden? So halb, ja. Ja, okay, ich zeig zuerst, was ich kann. Du legst eine Zeit vor? Ja. Oh mein Gott. Die Strecke mit ihren engen Kurven, dicken Bäumen und extremen Lichtwechseln verlangt den Fahrern alles ab. Weiterer Nachteil für Matthias, er kennt den Kurs kaum. Okay, sobald sich die Hinterräder drehen, drücke ich drauf, ja? Ja. So, los geht's. Rein in die Spitzkehre. Ah, wir müssen untersteuern. Untersteuern, das ja. Eieieiei, aber hier ist das Übersteuern wieder. Jetzt kommt das Heck ein bisschen. Ja, also ich halte das möglichst klein im Drift. Die Strecke ist anspruchsvoll, die Geschwindigkeit hoch. Das ist umso beeindruckender, wenn man Raunos reifes Alter von fast 80 Jahren bedenkt. Die Schatten von Bäumen machen es schwer zu sehen. Man sieht kaum, wo die Straße läuft. Sowas hört Matthias gar nicht gerne. Er fühlt sich ohnehin chronisch unwohl auf dem Beifahrersitz. Das war jetzt aber schon verdammt schnell. So, und da kommt das Ziel. Matsch. So. 1, 20, 6, 9. Okay. Das ist die Zeit, die es zu schlagen gilt. Ich habe ihn ja jetzt schon fahren sehen und da habe ich schon gesehen, okay, das ist sauschnell, was er hier macht. Was der da am Lenkrad fabriziert, das ist einfach wundervoll. Ich glaube, das wird ganz schwer, ihn zu schlagen, weil das, ja, ich meine, ich bin auch schon mal auf Schotter gefahren. Das war aber meistens mit so Autos, die schon kaputt waren. Also da war es dann egal. Dieses Auto ist mehr oder weniger flammneu und das heißt, in meinem Kopf setzt auch ein, okay, das Auto muss heile bleiben, darf nicht kaputt gehen und so weiter. Aber ja, ich weiß noch nicht so genau, wie das laufen wird bei mir. 3, 2, 1, los! Der Hebel in Matthias Kopf ist längst umgelegt. Keinen Gedanken mehr daran, dass so ein Schotterrennen genau das ist, was man mit diesem Auto eigentlich nicht macht. Alter, das ist so schön, wie dieses Auto fährt. Nicht zu quer, nicht zu quer. Ist das schon so viel, glaubst du? Ja, und dann in den Wald rein. Und dann in den Wald rein mit der größten Ruhe, die man sich vorstellen kann. Die Kuppe. Der i3 lenkt zwar ultrapräzise ein, doch ohne die elektronischen Helferlein muss Matthias alles geben, um nicht neben der Piste zu landen. Das ist bergab. Vorsicht jetzt. Es ist sehr glatt hier. Da ist noch schlimmer. Boah, ganz nah dran. Das gilt auch für die Ziellinie. Wie nah kommt Matthias an die Zeit des ehemaligen Rallye-Europameisters? Und stopp! Also, man sagt, die Uhren lügen nicht. Sag! 1,16! Gratuliere! Eine super Leistung hast du gemacht. Danke. Ich glaube, du musst Beruf wechseln. Ja, ich glaube es auch. Yes! Hey, wie? Das ist unfassbar. Ich war schneller als Rauno. Eigentlich finde ich das gar nicht so mega cool, aber das richtig coole, Rauno, ist eigentlich das Auto. Es war eine super Fahrt mit schönen Gegenlenkbewegungen. Von wo hast du das Gefühl? Von meiner Mama. Okay. Glaube ich. Ich gratuliere deine Mama. Ja. Vielen, vielen Dank, Rauno. Bitte, es hat Matthias. Ultra viel Spaß gemacht. Bitte, bitte. Dürfen wir noch ein bisschen fahren? Ja, klar.
Matthias und Rauno haben dem elektrischen BMW i3 tatsächlich das Driften beigebracht. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja beim nächsten Modell einen Rallye-Modus.